Komm später wieder. Wir müssen auch irgendwann mal die Sidequests angehen. Da kriegen wir vielleicht auch mal Geld für. Nicht wie bei der Hauptquest das Recht hier was zu kaufen. Um Besitz zu erwerben. Was schon wertvoll ist, will ich nicht in Abfrage stellen, aber bei den Gefährten vielleicht kriegt man da ein paar. Ein bisschen Belohnungsgeld. Oh, oh, das sieht gefährlich aus. Ein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus. Doch auch. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Auf geht's. Schauen wir uns den Mist mal an. Ein Drache wird hier wohl nicht mehr sein. Nein, ich hätte fast zugeschlagen. Ist hier immer noch irgendwo. Hoki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen. Nein, schlafen wir jetzt hier nicht. Was ist dir passiert? Wo ist der Drache? Antwortet schnell. Ich weiß nicht. Kühnare, rette uns. Er kommt zurück. Oh nein. Wo ist der Drache? Da steht ja auch präsentiert, er da. Ich weiß nicht, ob ich dafür ausgerüstet bin, einen Drachen zu töten. Ich sehe keinen Drachen. Ich glaube, ich nehme auch einen Bogen. Schnell mal den Bogen ausrüsten. Oder auch nicht. Ich bin ja eher für den Kampf am Bogen gemacht. Autsch. Hack, hack, hack. Warte mal, bis sie den wieder runterkriegen. Ich brenne. Ich hatte vergessen, wie viel Fleck. Bis da unten landet, dann hau ich den mit Ernst. Na komm runter. Heiß. Nicht gut aus. Es war nicht so gut. Okay, and here we go again. Vielleicht sollte ich mal meinen Bogen nehmen. Ach, da müssen wir hin. Hier haben wir den Checkpoint. Jetzt wissen wir, worauf wir uns einlassen. Fernbogen haben mir schon mal geholfen. Als ich den Boss Ölsturz so gekämpft habe, dann wird es mir hier vielleicht auch mal helfen. Kein Drache weit und breit, aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus, aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält.
Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Indem wir noch 15 Pfeile ein, habe ich gerade verschossen. So, vielleicht leichtsinnig. Nein, zurück! Er ist hier immer noch irgendwo. Hoki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Kühnaret, rette uns, er kommt zurück. Na gut. Bin zu weit weg, sehe nichts. Der da redet. Kämpf mal lieber von der Ferne. Ich hatte vergessen, wie viel Vergnügen ihr sterblich um uns bereiten könnt. Werde ich mich auf mir landen? Drei Pfeile habe ich noch. Ich sehe mein eigenes Leben nicht. Vielleicht habe ich auch noch alles. Pfeile. Oh nein. Das ist mein Leben. Kacke. Ja gut, im Feuer verenden ist dann auch nicht die Option. Aber es ist eine gute Taktik. Muss man immer treffen mit den Pfeilen und dem Feuer ausweichen. That's the quest. Stimmt, hier immer noch 64. Dann wollen wir mal. Irgendwann beim dritten, vierten oder fünften Versuch schaffen wir es. Das müsste jetzt der dritte sein. First Try ist überbewertet. First Try kann jeder, aber. Aber es sieht aus, als Taktik ausarbeiten und. Es sieht schlecht aus, aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Nach dem dritten und vierten Mal. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Mit Skill dann mit. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Die Kontertaktik. Mit Plan. Das hinkriegen. Das ist doch mehr wert als First Try. Nein, zurück! Er ist hier immer noch irgendwo. Hoki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Kühnaret, rette uns! Er kommt zurück! Und you
trifft dich besser, wenn du immer still sitzt. Der wird schon irgendwie getroffen. Hey! Weg hier! Tränke der Heilung haben wir nicht. Na komm! Er siegt. Waffe. Streit 8 ausrüsten. Was ist hier los? Drachenknochen. Viel Gold hat dabei. Pfeile. Eine Rüstung und einen Helm. Du trägst zu viel. Joa. Drachenseele. Der Schrei im Magium kannst du nun den Schrei unerbittlich Macht ausrüsten. Ah, da habe ich mich schon gefragt, wann das kommt. Ja, ihr seid ein Drachenblut. So schaut's aus. In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. In alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachen. Okay, wie kann ich das jetzt machen? Setz deinen neuen Schrei ein. Mit Drachenblut in den Adern geboren worden. Wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Patch könnten wir eine Karte. Magie. Vielleicht hier. Schreie. Unerbittliche Macht. Jene, die mit Drachen. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es für eine Macht ist das? Tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen den Drachenbluthelden, die Drachen töten. Aha. Schreie. Interessant. Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Was meint ihr, Lilith? Ich kenne euch doch. Still. Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid eine gesuchte Frau und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Im Ernst? Ihr habt gerade gesehen, wie ich den Wachen aufgehalten habe. Komm schon, Irilet, sag doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie... können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskar. Ihr seid kein Nord. Ah ja. Müssen ja eventuell was loswerden. F-
wir haben neue Rüstung dazu bekommen. Weißlaufwochen Wachenrüstung. Achso, weil der eine Wache gefressen hat. Rüstung 26 ist nicht besser als die erste Rüstung, die wir haben. Dafür, dass der Magierrobe so viel wert ist, konnten wir die noch nicht so verkaufen. Das können wir jetzt noch bloß loswerden. 24, Platz 22 müssen wir schön loswerden. Ich war schon in ganz Tamriel. Sehr schade. Viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, so, zurück zum Jarl. Sagen wir dem Jarl, dass wir Drachenblut sind. Dass der Jarl, dass der Drache besiegt ist. Wir können endlich den Schrei einsetzen. Den wir schon im Irrsturzhügel gegraben gefunden haben. Was? Woher kam das? Nach Weißlauf müssen wir. Ein dumpfer Kien. Das Drachenblut. Dumpfer Kien, dumpfer Kien. So ist das so ein Ding. Das ist die Gift, glaube ich, sogar während des Drachenkampfs. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Gold als Belohnung. Um uns ein Pferd zu kaufen. Oder vielleicht kriegen wir sogar ein Pferd vom Jarl. Wartet! Ich kenne euch doch. Und da müsst ihr euch irren. Ihr kennt mich als Held von Weißlauf, weil ich den Drachen besiegt habe. Jarl, ich komme zu dir. Wenn wir ihn Bericht erstattet haben, wird er wahrscheinlich eine neue Quest haben für uns. Aber ansonsten wäre es noch bei den. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Vielleicht können wir uns ein bisschen bei den Gefährten verdingen. Meine Dame, das wäre das nächste. Ihr habt es geschafft. Ihr habt einen Drachen getötet. Allerdings, die Helden werden fährt ruhmreich zurück. Abulstein, Graumin und ich waren als Kinder beste Freunde. Wenn ich diesen Verräter noch einmal sehe, werfe ich ihn selbst ins Gefängnis. Gut, ihr seid endlich hier. Der Jarl. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Ja, und ich habe ihn besiegt.
Darüber besteht kein Zweifel. Es war wahrlich eine Großtat. Ihr habt euch einen Ehrenplatz unter den Helden von Weißlauf verdient. Aber es muss mehr dahinter stecken. Ist vielleicht etwas Merkwürdiges passiert, als der Drache starb? Also ist es wahr. Die Graubärter haben euch tatsächlich herbeigerufen. Die Graubärter? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Ah, ja. Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Ihr das habt den Bus gehört. Klingt ja noch was. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Kovodka gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Teba Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Honga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig sie auch sein mag. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Sehr schön. Lord Nonsens, ihr eingebildeter Unwissender. Haben wir zumindest keine Wachen mehr, die uns sagen, ich könnte doch. Verhafte dich jetzt. Kaiserreichs zurückgehen. Lydia. Axt und Weißlauf. Und wurde bis zur Stufe 3 fliegen, 30 Sekunden lang. Mit 18, mit 16, okay. Ja, ich meine, dafür, dass die Untote noch fliegen. Ich bleib trotzdem erstmal bei der Stahlstreitaxt. Mal gucken, wo wir die behalten werden. Für den Kampf gegen Untote. Honga, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur, was wollen diese Graubärte nur mit ihr? Das geht nur die Grau... Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Du trägst zu viel. Ja gut. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt, es hat... Ich lass hier mal was fallen. Vor dir dem wird mir gerne abkaufen. Ich brauche eine Inventarvergrößerung irgendwann. Ich bin immer zu schwer. Jetzt Bügeleisen los. Drachenknochen, okay. Könnten noch für was sinnvoll sein. Ich glaube, es hat viel Gewicht. Kann man die irgendwo für nutzen oder nur verkaufen? Laute will ich jetzt nicht gleich loswerden.
etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Ja. Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tane ist eine Ehre, ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Geht voran. Na toll, jetzt haben wir einen Begleiter, den wir nur aufpassen müssen, dass er nicht verrückt. Dann komm mal mit, Lydia. Wartet! Ich kenne euch doch! Fasst das bitte nicht falsch auf, aber ihr seht ein wenig krank aus. Das will ich doch wohl mal. Wartet! Ich kenne euch doch. Ja, woher kennt ihr mich? Das ist ganz sicher kein Fehler. Ganz sicher. Ihr seid eine gesuchte Frau und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen... Sehr gerne. Wollen wir zum Jarl gehen? Das Kopfgeld für euch ist nicht allzu hoch. Ja, wollen wir zum Jarl gehen? Aber jetzt weiß ich, wer ihr seid, Elend. Ja. Vergesst das nicht. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmmäntel unterschätzen, die Wache. Sie, was sie verdienen. Hat nicht gerade gesagt, die Wachen wissen jetzt, wer wir sind. Die Wachen haben über euch gesprochen und behauptet, dass ihr ein Drachenblut seid. Aber das ist gar nicht möglich. Fuß! Was denkt ihr, was ihr da macht? Auf eurer Seite! Was macht ihr denn da? Von einem Wachen getötet werden. So viel zu Tane. Fasst das bitte nicht falsch auf. Aber ihr seht ein wenig krank aus. Zu viel davon, ich bin Tane. Ich kenne euch doch. Als das Kaiserreich sich dem Alten hat ja viel gebracht. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Ich habe immer 200 Gold. Verdammt. Ich muss Nebenquests annehmen, Lydia. Komm mit. Wir gehen auf die Nebenquest. Es wird abends, deswegen müssen wir bald mal schlafen gehen. Die steht dann nachts neben meinem Bett oder was? Skjor sagt, ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Aha. So, was haben wir jetzt für Quests hier? Sollte ich diese weiter weghalten als eine kleinere? Der Weg der Stimme. Und die Graubärte, die sind jedenfalls jenseits von Weißlauf. Die finden wir. Oder hier. Und wenn die hier sind, dann können wir direkt zu denen gehen. Ansonsten. Besser kommt. Haben wir hier noch was zu machen? Zweihändig müssen wir, einhändig ist erstmal wichtig. Wir haben keinen Punkt auszugeben. Aber das. Okay. Und
Die Graubärte sind die wirklich hier in der... einen Hieb auszubalancieren. Dann kommen wir zu den Graubärten. Dann kommt es wohl vor allem auf die Beinarbeit an. Genau. Ohne Wigner wäre ich jetzt kein... Ihr müsst euch noch beweisen, Welpe. Ja, ja. Hier sind wir nach von Welpe. Wenn wir eine Rotwanderung nehmen, das können wir machen. Ich glaube, das nächste ist hier uns hier bei denen zu beweisen und dann hier diese Vergiftungsquest mit dem in den Schatten hier den nach dem Gift zu suchen. Und die Rotwanderung können wir auch machen. Würde man sagen, als erstes eine Priorität erstmal zu den, wenn die wirklich hier im Weißlauf sind, erstmal zu den Graubärten gehen. Danach können wir hier bei denen noch ein bisschen trainieren. Danach machen wir die Vergiftungsquest. Mordkomplott. Sollen wir wirklich irgendwo sein? Wir können uns niemals ausruhen, denn Balgroufs Feinde tun es auch nicht. Balgroouf und mich verbindet der Kampf. Wir kennen uns seit unserer Jugend und haben unsere Freundschaft in den Feuern des Krieges geschmiedet. Als er Jarl wurde, bestand ich darauf, seine Leibwächterin zu werden. Er hatte keinen Grund, das zu tun. Ist die Lydia vom Jarl. Was seid ihr neugierig? Interessant. Das ist schon fast gefährlich. Ich habe die Aufgabe, alle Bedrohungen vom Jarl abzuwenden. Mächtige Männer haben viele Feinde, besonders in Zeiten des Konflikts. Ihr könnt euch die Gefahren also vorstellen. Ja, man hat dem Jarl bereits nach dem Leben getrachtet. Schon einige möchte gern Attentäter. Machst du die Quest übernehmen? Mit der Vergiftung. Da gibt es einige. Drachen, Sturmmäntel, ehrgeizige und skrupellose Adlige. Manchmal glaube ich sogar, seine eigenen Kinder wollen seinen Tod. Und das sind nur die körperlichen Bedrohungen. Angriffe auf seinen Geisteszustand sind eine ganz andere Sache. Täglich gibt er sich mit unterwürfigen Funktionären und inkompetenten Bürokraten ab. Leider ist es mir nicht gestattet, sie zu eliminieren. Nun, zumindest jetzt noch nicht. Schönen Tag noch. Ich behalte euch im Auge. Warte! Ich bin immer noch da. Wir können sie hier warten lassen. Dann mal los. Wie bist du denn ausgestattet? Wir haben über euch gesprochen und behauptet, dass ihr ein Drachenblut seid. Aber das ist doch gar nicht möglich. Wartet, ich kenne euch doch. Ach nö. Also gut. Wir haben ein Date mit den Graubärten. Entschuldigt mich.